Wir sind wieder beim Schweizerischen Militärmuseum. Guten Morgen, Bernd. Guten Morgen, Vassili. Was machst du denn hier, Bernd? Langweilig. Ich dachte, du machst hier wie üblich jetzt eine schöne Intro. Ich habe ja mit dir abgesprochen, dass wir heute mal eine Präsentation von der Elektrik des Tigers machen. Habe ich hier verschiedene Schaltkästen, die wir teilweise in desolatem Zustand vorgefunden haben, beziehungsweise überhaupt nicht vorgefunden haben und nachgemacht haben. Das sind Anschlussteile, die in einem Kasten sind, hinterm Funker, wo die verschiedenen Transformatoren angeschlossen werden. Das Ding hier ist nachgemacht, das haben wir günstig erworben, sag ich mal. Das ist, wie gesagt, ein nachgemacht. Das ist ein originales Teil. Habe ich auseinandergenommen, sah ziemlich schlecht aus, habe das schön gestrahlt. Das hier ebenso. Das sind zwei gleiche Empfänger, das ist ein unterschiedlicher. Und die werden dann zusammengebaut. Funkkasten haben wir dahinter. Eine große Kiste, ungefähr 60x60, wo drei Anschlüsse für große Umspanner drin sind. Das hier, dieses Teil, ist auch ganz süß. Das wird am Geschütz befestigt. Das ist eine Warnlampe, die angibt, durch Leuchten bzw. nicht leuchten, ob das Geschütz feuerbereit ist oder nicht. Mhm. Sah von innen sehr desolat aus. Aber da das Geschütz sowieso nicht mehr feuert, ist es jetzt rein eine optische Restauration. Wie ist die Anzeige genau, weißt du das? Das ist eine rote Lampe. Ich weiß aber nicht genau, ob die rote Lampe leuchtet, wenn feuerbereit ist oder wenn nicht feuerbereit ist. Das hier ist der sogenannte Kastenpanzer Nummer 5C. In den deutschen Panzern, nicht nur im Tiger, gibt es verschiedene, teilweise standardisierte Verteilerkästen und Schaltkästen, die alle gleich oder ähnlich nummeriert sind. Kastenpanzer Nummer verschieden. Es gibt 26, gibt 1. Nicht jeder Kasten ist in jedem Panzer. Aber dieser Kasten Panzer 5C, der ist unten auf der Arbeitsplattform, da unten im Turm. Er hält die Kabel von der Schleifringeinheit und gibt die Kabel für die Elektrifizierung des Turmes weiter. Das sind sowohl die Funkkabel als auch die Kabel für die Stromversorgung, für die Lampen, für die Abfeuerung und so. Können wir den mal aufmachen? Teilweise, also zum großen Teil habe ich das Innenleben wiederverwendet. Hier sind verschiedene Sicherungen. Man kann da sehen, das ist für den Lüfter, Beleuchtung, Abfeuerung, Nebelkerzen rechts, Nebelkerzen links. Das hier sind zwei Kästenpanzern Nummer 22 und Nummer 21. Das sind die Anschlüsse für die Intercom-Anlage. Nummer 21 ist für den Kommandanten, Nummer 22 ist für den Richtschützen. Hier stöpselt er seinen Fernhörer, also seinen Kopfhörer ein und sein Kehlkopfmikrofon. Und der Richtschütze genauso. Das ist ein Kasten, der etwas anders heißt. Das ist der Kasten Z23. Der kommt an den großen Funkerkasten, wo diese Anschlüsse reinkommen. Der Deckel fehlte hier. Den haben wir nachgemacht nach Bildern, also nach der Art, wie das damals gemacht worden ist. Aus was besteht er? Metall? Metall, ja. Die Kästen auch. Hier gehen vier Leitungen rein, Stromversorgung, die Anschlusskabel für diese Teile und für diese drei Kästen und eine zentrale Stromversorgung, die direkt von den Batterien kommt. Dann haben wir hier den Kastenpanzer Nummer 20. Das ist praktisch der Verteilerkasten für die, also der zentrale Verteiler für die Mikrofone. Hier kann der Funker einstellen, wer was hören soll, wer was sagen soll. Alles ganz filigran neu gemacht hier, diese Schilder. Das ist das sogenannte kleine Schaltbrett. Das ist rechts neben dem großen Schaltbrett beim Fahrer. Das große Schaltbrett, das haben wir hier jetzt nicht, das enthält vier Anzeigeninstrumente, Drehzahlmesser, Tacho und Öldruck und Öltemperatur oder Wassertemperatur. Und rechts daneben ist dieses sogenannte kleine Schaltbrett. Über dieses kleine Schaltbrett kann man die Batterien bzw. die Batterieheizer extern laden, also extern ansteuern. Man kann ja externe Stromleitungen anschließen und die Batterien schnell laden bzw. die Heizer aktivieren, also die Batterien wärmen. Das hier ist eigentlich unser Schmuckstück, das ist die sogenannte Schleifringeinheit. Die kennen wir schon.
Ja. Haben wir schon ein paar Mal gezeigt. Ja, die hat uns auch über Jahre verfolgt, ehrlich gesagt. Und nach 4 Jahren und so haben wir es auch hingekriegt, das Ding wieder in brauchbaren Zustand zurückzuversetzen. Das Gehäuse war zu retten. Es war sehr korrodiert. Man sieht hier oben noch die Spuren. Unten der Ring musste neu oder musste viel dran gemacht werden. Aber im Großen und Ganzen war das Gehäuse okay. Das Innenleben war nur noch in Fragmenten vorhanden. Im Grunde besteht diese Schleifringeinheit, wenn du hier jetzt mal so rein fotografierst, in 2 Säulen mit Kontakten, einmal 4, einmal 5, die fest sind und hier einem drehbaren Stück, sage ich mal. Es ist im Grunde ein Kunststoffzylinder, in den praktisch Nuten eingefräst sind, wo die 9 Schleifringe eingebaut werden, eingespannt werden. Dieser Kunststoffring, der ist jetzt aus einem modernen Kunststoff, früher war er aus Bakelit. Das haben wir uns gespart. Die Kontakte hier oben haben wir alle neu gemacht. Diese Kontakte hier, diese Stromabnehmerarme, die habe ich aufbereitet. Das ging. Hier kommen praktisch 8 Kabel rein, die dann verteilt werden auf die Verkabelung hier der Stromabnehmer. Es kommen 8 Kabel an. Es sind 9 Schleifringe, aber mittlerweile gehen hier 9 raus, aber gebraucht werden viel weniger. 6 Leitungen werden für die Intercom-Anlage gebraucht. Das weiß ich. Aber die anderen, das ist dann teilweise nur einer, der sich weiterhin aufsplittet. Also ursprünglich war diese Schleifringeinheit praktisch am Stück verkabelt. Die Kabel, die wurden direkt hieran befestigt und die abgehenden Kabel wurden auch an einem anderen Kasten befestigt, am Kasten 5C. Aber auf diese Weise kann man die Schleifringeinheit eigentlich nicht einfach mal eben rausnehmen aus dem System. Was ich jetzt gemacht habe, ist hier diese Anschlussbuchse und hier unten auch Anschlussbuchsen, um den Kabelbaum, den Kabelstrang, die verschiedenen Kabelstränge eigentlich abnehmen zu können und die Schleifringeinheit als solche rausnehmen zu können. Weil die Verkabelung durch diese kleine Luke hier ist relativ kompliziert. Hier habe ich noch was ganz Schönes für euch. Das haben wir nachgemacht anhand von Bildern. Das ist bei uns in keiner Weise mehr erhalten. Das ist eine kleine Schalltafel, die links am Turmkranz sich befindet, neben dem Richtschützen. Was wir hier haben, ist ein Schalter, eine Steckdose für eine Handlampe und eine Verteilerdose. Hier kommen 2 Strippen rein, 1 oder 2 Strippen für die gesamte Elektrik vom Turm. Das ist einmal die Abfeuerung, das sind die Handlampen, einmal für die Abfeuerung und für eine normale Handlampe und die Beleuchtung vom Turm. Ja, dieser Schalter hier, der ist original. Also das ist zwar kein Originaler von damals, aber man kann die heute immer noch kaufen. Die sehen aus wie damals, weil ich habe ein Bild. Diese Tafel ist im Porsche Tiger in Bovingen noch erhalten. Da habe ich Fotos und man kann das sehr gut nachmachen. Ja, wir befinden uns hier jetzt in meinem Wohnzimmer. Boris Becker hat damals gesagt, Wimbledon wäre sein Wohnzimmer. Das hier ist jetzt seit einigen Wochen mein Wohnzimmer gewesen. Ist auch, mein Wohnzimmer ist ein bisschen sauberer. Das ist das Brandschott hier. Das ist die Trennwand von der Wanne vom Arbeitsraum zum Motor hin. An diesem Brandschott seht ihr gleich auf den ersten Blick, dass da sehr viele elektrische Komponenten sind. Wir fangen mal hier hinten an. Das ist der Kabelbaum, der vom Armaturenbrett, vom großen Schaltbrett rechts neben dem Fahrer quer durch die Wanne hier, durch dieses Rohr bis hier hinführt, sich hier aufspaltet, zu den beiden Batterien geht und hier in diesem Kanal hoch, sich hier an der Sicherungsdose für die Feuerlöschanlage
abspaltet und sich hier aufteilt auf diese verschiedenen Komponenten. Was ist das alles hier? Das ist zum Beispiel, das ist der Hauptschalter. Mit dem Hauptschalter schaltet man eben Haupt an und aus. Sprich, man stellt den Stromfluss überhaupt her. Das ist jetzt kein Schalter, dass man den Motor anmacht, sondern einfach nur den Stromfluss. Verstehe ich das richtig, dass wenn die Besatzung den Panzer besteigt oder besetzt, dann bevor sie irgendwas machen, müssen sie erstmal den Schalter umlegen? Genau, ja, genau so ist das. Einige Sachen haben Direktstrom, die Batterien haben zum Beispiel Direktstrom, aber um den Starterstrom, der immerhin bis zu 80 Ampere hat, durchzuschalten, muss man diesen Hauptschalter umlegen. Über dem Hauptschalter befindet sich das sogenannte Sammlerrelais oder Batterierelais, was die beiden 12 Volt Batterien zum Starten zu 24 Volt schaltet. Diese beiden Kupferleitungen sind die Stromleitungen für den Startstrom, also wie gesagt bis zu 80 Ampere. Rechts davon ist das Lichtmaschinenrelais, wie jedes Auto das hat, nur ein bisschen größer hier. Und darüber befindet sich einer von zwei Entstörern. Der zweite müsste eigentlich da rechts neben sein, aber der war von vornherein nicht hier. Der war offensichtlich gar nicht eingebaut, weil man anhand der Kabelreste, die da noch dran waren, sehen konnte, dass dieser Entstörer nicht angeschlossen war, sprich überbrückt war. Ist dieser Entstörer dafür da, dass die Störsendung oder Störfrequenzen von dem Verbrennungsmotor rausgefiltert werden, oder? Ja. Also ich bin jetzt kein Elektroniker, es werden Störfrequenzen rausgefiltert, damit der Empfang bei der Intercom-Anlage besser ist, ja. Die Verständlichkeit. Weil durch den Verbrennungsmotor, Benzinmotor, der verursachte scheinbar, aber vor kurzem erfahren, durch die Zündvorgänge verursachte er Störungen und störte ganz stark den Funk. Viele Kabel sind hier auch, man sieht es hier, mit einem Metallgeflecht umschlossen. Nicht alle, aber viele. Dieses Kabel, was wir hier in der Hand haben, ist zum Beispiel ein 16 Quadratmillimeter Kabel, was völlig überdimensioniert ist. Auf den Plänen soll es nur 1 Quadratmillimeter haben, aber wahrscheinlich hatten sie gerade nichts anderes. Was vom Hauptschalter, wo ist es? Das hier, das ist das. Das geht vom Hauptschalter zu dem Funkerkasten, den wir vorhin uns angeguckt haben, und stellt da die Stromversorgung sicher. Okay. Wie gesagt, laut Plan soll es nur 1 Quadratmillimeter sein, aber trotz Kupferknappheit war den Leuten offensichtlich das Hemd näher als die Hose, wenn man das so sagt, und das Ding muss laufen, also ist das der Preis. Wir haben hier 4 Kabelkanäle, oder? Was ich ja nochmal sage ist, Diese hatte ich damals im Turm auch erzählt. Diese Hauptkabelkanäle, die waren alle in so Textilschläuchen verpackt. Diese Textilschläuche haben wir so nicht mehr bekommen. Diesen hier habe ich gemacht, indem ich so ein Stück Jute-Stoff einfach nur in einem modernen Stoffladen gekauft habe, einen Quadratmeter, und habe das in Streifen geschnitten, ich glaube 8 cm, 8 oder 9 cm Breite, und über einen Besenstiel gewickelt und geklebt. Das hört sich aufwendig an, ging aber relativ gut. Achtmal, für den großen Kabelstrang reicht das, für die kleinen hier. Das ist Lifehack quasi. Sozusagen. Für die kleinen kriegt man diesen Durchmesser nicht mehr gehandelt. Und was wir da bekommen haben von Bekannten aus Polen, habe ich hier so ein Ding liegen. Ah, hier. In verschiedenen Größen. Das ist eigentlich auch ein Textilschlauch, aber der hat eine Gummioberfläche. Okay. Ja? Ich sag mal, optisch vertretbar. Ja. Hier in diesem Kabelstrang, da befinden sich die beiden Zünder, die beiden Zündkabel, die zu den Magnetos führen. Also dieser und dieser, der große und der kleine Kabelstrang vom großen Schaltbrett, laufen durch diesen Kabelkanal hier. Dieses Stromkabel für die Funker läuft hier entlang. Hier werden so Schellen dran gemacht. Und das läuft hier entlang und geht dann da um die Ecke in den Kasten. Der Kasten wird hier hinter diesem Tank geschraubt. Was haben wir dann noch? Es gibt nämlich hier vier Streifen. Der vierte ist ein Kabelkanal, der nicht vom Hauptschalter, sondern vom Starterrelais hier entlang durch die
durch den Brandschott zum Anlasser geht. Der Anlasser hat einerseits hier das ganz dicke Kabel, 95 Quadrat, und fürs Starter-Relay oder was ist, jedenfalls ein kleines Kabel auch. Zeig mal kurz. 95 Quadrat. Richtig. Einen Moment, ich glaube, das sind keine 95 Quadrat. Im Original, ja. Im Original hatten die praktisch solche dicken Aluminiumkabel. Die waren aus Aluminiumlinsen. Mhm. Ja. Offensichtlich war diese Kupfermenge dann doch nicht verfügbar und das machen wir jetzt allerdings nicht. Das hier sind normale Starterkabel. Ich glaube 50 Quadrat sind das. 50 ungefähr. Schaut schon nach 95 aus. Ich weiß nicht, ich meine, das ist 50. Aber ich bin mir nicht sicher. Ja, okay. 95, das ist sowas hier. Ah. Ja. Ja, und wie gesagt, die Hauptstromleitungen, die haben wir hier jetzt aus modernen Kupfergeflechten gemacht. Ja, also wie gesagt, zwei vom großen Schaltbrett, eine, das ist das Massekabel hier, eine für die Stromversorgung da und ein Strang zum Anlasser. Das hier, dieses rechteckige Kästchen da ganz rechts außen, das ist etwas, was wir eigentlich so bei anderen Tigern nie gesehen haben. Wobei ich mir nicht sicher bin, der Jagdtiger in Amerika, der könnte das auch haben. Ich kenne keinen Königstiger, der es hat. Ist vielleicht irgendeine Spielerei. Die drei Kabel zur Lichtmaschine. Der Starter ist da, die Lichtmaschine ist auf dieser Seite. Die gehen von hier aus nach da und von der anderen Seite, auf der anderen Seite des Brandschotts befindet sich auch nochmal so ein Kästchen und von da aus gehen die dann zur Lichtmaschine. Ist wahrscheinlich einfacher, anstatt diese Kabel dann durch das Brandschott zu ziehen. Und wenn man sie dann trennen muss, dann fängt man da an, mit diesen Kabeln da rumzuziehen. Mhm. Diese Strippe hier, die geht zum Rücklicht. Das ist eine, die geht zu einem Entstörer. Der geht hier hin und die gehen von dieser Seite hier. Insgesamt sind es 12 Kabel, die in dem großen Strang sich hier verteilen. Das weiß ich mittlerweile auswendig, weil ich mich da so lange mit befasst habe. Hast du das irgendwo hingeschrieben? Das ist, wenn du Urlaub hast? Wenn ich Urlaub habe, soll ja keiner dran. Es gibt also keinen Schaltplan vom Tiger, den habe ich so nicht gefunden. Das ist ein Schaltplan vom Panther mit Sammelheizung. Sammlerheizung. Sammler ist irgendwie der damalige Ausdruck für Batterien. Unser hatte das auch. Das sind so Heizplatten, die kommen in die Batteriekästen, die da rechts neben dir sind, rechts hinter dir. Das sind die Batteriekästen, die wir anhand von Bildern nachgemacht haben im Grunde. Da kommen Heizplatten rein, die die Batterien heizen, wenn es kalt ist. Und der Panzer, der war ja oft im Osten, wo es nachts frisch sein kann. Und dafür reichte der Strom ja noch nicht. Der Panzer konnte über drei verschiedene Methoden gestartet werden. Das ist einmal, wenn er warm war, über die Batterien. Der hatte keinen Startermotor, wie das andere moderne Panzer haben. Einmal über die Batterien und dann über einen Schwungkraftanlasser. Das ist diese Kurbel, über die es da auf YouTube viele Filme gibt. Und dann konnte der direkt über die Kurbelwelle über einen externen Motor gestartet werden. Genau, aus damaliger Zeit. Kübelwagen oder so gibt es da zum Beispiel. Ja, soweit so gut. Also wie gesagt, hier dieser Schaltplan vom Panther mit Sammlerheizung, der entspricht von der Zündung und von den Batterien und von dieser Einheit hier im Wesentlichen dem des Tigers. Das Armaturenbrett sieht ein bisschen anders aus, aber aus vielen Fragmenten, die ich so mit der Zeit gesammelt habe, kann ich das sehr gut zusammensetzen. Also mir ist eigentlich jede Strippe klar, die hier entlang führt. Dann sage ich vielen Dank für die schöne Erklärung mal wieder. War nett hier. Ja, bis zum nächsten Mal. Liebe Zuschauer, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.